Wenn eine Frau entscheidet, eine Schwangerschaft zu beenden, ist das immer noch ein Tabuthema. Und nicht nur das. Schwangerschaftsabbrüche sind in Deutschland laut § 218 des Strafgesetzbuches strafbar, bleiben aber unter bestimmten Bedingungen straffrei. Seit vielen Jahren steht dieser Paragraph in der Kritik. Deshalb hat die Bundesregierung die sogenannte Kommission zur reproduktiven Selbstbestimmung geschaffen, die darüber berät, ob der Paragraph abgeschafft werden soll. Was müssen Frauen durchmachen, wenn sie das Kind nicht austragen wollen oder können? Und mit welchen Schwierigkeiten haben Frauenärzte, die Abtreibungen durchführen, zu kämpfen? Darüber sprechen wir jetzt hier bei Alpha und Omega und damit herzlich willkommen. Bei mir im Studio ist Kerstin Gerischer. Sie berät beim Evangelischen Diakonieverband im Landkreis Böblingen Frauen, die einen Schwangerschaftsabbruch in Erwägung ziehen. Sie sagt, ich sehe die Not der Frauen, aber auch den Schutz des Lebens. Dr. Wolfgang Henne ist Gynäkologe in Nagold und führt Abbrüche durch. Er ist der Ansicht, dass der Artikel 218 im Strafgesetzbuch bestehen bleiben sollte. Ansonsten befürchtet er, dass die Hemmschwelle für Schwangerschaftsabbrüche zu gering sein könnte. Frau Gerischer, wenn Frauen zu Ihnen in diese Schwangerschaftskonfliktberatung kommen, wie erleben Sie diese Frauen? Das ist ganz unterschiedlich. Also viele Frauen sind, wenn sie zu mir sich an den Tisch setzen, oft direkt sehr emotional, fangen an zu weinen. Manche sind auch sehr gefasst. Und ich schaue einfach erstmal, wie kommt die Frau an? Man spürt es auch so ein bisschen und lasse sie meistens erstmal erzählen. Genau. Welche Sorgen und Ängste haben die Frauen? Also es gibt schon Vorurteile gegenüber der Beratung, weil es eben ja eine Pflichtberatung ist. Und auch oft bei kirchlichen Trägern haben die Frauen doch Angst, dass sie zum Fortführen der Schwangerschaft überredet werden. Ich glaube aber, das legt sich sehr schnell dann im Gespräch, weil sie einfach mit uns, denke ich, einen offenen Gesprächspartner haben und einfach jemand, der erst mal zuhört. Ja. Also das Thema Überreden ist ein absolutes Vorurteil? Ja, absolut. Wir dürften das gar nicht. Ja. Also wir beraten ergebnisoffen. Was ist Ihnen denn wichtig für diese Beratung? Mir ist eben wichtig, dass die Frau einen Raum hat, über das zu sprechen, was sie bewegt. Die Frauen sind ja in unterschiedlichsten Lebenssituationen. Oft sind wir die Einzigen, mit denen sie überhaupt drüber sprechen. Und dass sie da einfach einen geschützten Raum haben, mit einem neutralen Gesprächspartner zu sprechen. Hm. Ja. Aus welchen Gründen brechen Frauen denn eine Schwangerschaft ab? Auch das ist ganz unterschiedlich. Ich würde jetzt mal sagen, vielleicht so die häufigsten Gründe sind einfach Verhütungspannen, die einfach passieren. Dann gibt es natürlich Partnerschaftskonflikte. Angst, zu viel Verantwortung zu haben, alleinerziehend zu sein, ist ein Riesenthema. Genau, oder Familienplanung ist vielleicht doch schon abgeschlossen. Solche Themen, ja. Wie sehr berührt Sie das, wenn Sie Frauen mit diesen sehr emotionalen Themen vor sich sitzen haben? Ja, also mit den Jahren natürlich kann man oder sollte man ein Stück weit Abstand haben, aber natürlich gibt es Gespräche, die einem dann schon auch noch nachgehen, vor allem wenn es vielleicht sehr emotional ist oder die Frau sehr ambivalent ist und sich auch noch nicht entscheiden kann, wo vielleicht dann auch noch mal ein Gespräch, ein zweites Gespräch ansteht, solche Dinge. Ja. Herr Dr. Henne, wie schwierig ist es denn für Frauen, einen Arzt zu finden, der Abbrüche durchführt? Das ist leider sehr schwierig mittlerweile, weil es sind viele Kollegen, auch in unserem Bereich, nehmen keine Patienten mehr an. Und es sind so viele aus dem Ausland und so weiter, aber nur Privatpatienten. Es ist nicht zu verstehen eigentlich, weil, ich war jahrzehntelang Belegarzt, mir zu zweit fast 700 Geburten gehabt und zwei OP-Tage, Tag und Nacht gearbeitet. Warum jetzt plötzlich Freitagmittag und sonst wie zumachen, die wollen sich nicht da in Berührung kommen mit Abbrüchen sowieso nicht. Spanien hat damals Gesetz gemacht, dass wenn jemand zwei Jahre nicht da war, plötzlich neue Patientin ist, wo es mehr Geld gibt, also katastrophal. Ja. Auch auf dem Bereich miserable Versorgung. Ich habe auch schon mal gesprochen mit der großen Stadt in Baden-Württemberg, 20 Gynäkologen sind, keiner macht es. Es war einer, der hat jetzt aufgehört, keiner macht es. Die Leute kommen von weit her,
ich mache natürlich keine Werbung. Ich würde es auch trotz, nachdem das Verbot weg ist, niemals Werbung machen dafür. Mhm. Weil ich meine, ich schon wieder Belege, Geburtshelfer oder nicht. Ja. Wenn die kommen, dann hilft mir, wo es geht. Aber ich bin da immer noch sehr streng. Man weiß nicht, was bei der Beratung alles war, ob nicht doch die eine vielleicht finanzielle Hilfen vielleicht davon abkam. Also ich nehme die Zeit, obwohl man die Zeit eigentlich nicht mehr hat. Mhm. Ja. Und das Schlimmste ist halt, dass es fast alles Ursache ist von schlechter Aufklärung, bis, was die Verhütung betrifft. Ja. Mhm. Miserabel. Über die Verhütung sprechen wir nachher noch, aber trotzdem noch mal, wenn wir die jetzt Situation anschauen, die haben gesagt, mittlerweile ist es ja schwer, jemanden zu finden. Sie haben jetzt auch gesetzliche Themen angesprochen, aber Sie sagen, die Ärzte wollen mit Abbrüchen sowieso nichts zu tun haben. Warum? Die wollen überhaupt nur Privatpatienten haben oder eben mit Edelleistungen. Und da ist halt nichts mit den Abbrüchen nicht viel gewonnen. Mhm. Vielleicht ist es auch so, dass man, wenn man es richtig macht, beim zweiten es ist aufwendig, die Beratung, und dann der zweite Termin sind die 4 Stunden in der Praxis, sollten sein. Ja? Bei Corona war es ein bisschen anders, da ging es über das Handy, aber 4 Stunden hat da vielleicht auch nicht jeder. Mhm. Und dann kommt die Helferin auch drauf an, ob die vielleicht, es gibt auch beim OP-Personal, bei chirurgischen Eingriffen, Helferinnen, die da nicht mitmachen wollen. Anästhesie-Personal und so weiter. Das ist so schwierig. Ich meine, es gibt, ich habe auch Briefe gekriegt von Leuten, von Frauen, die sagen, warum in Afrika gehen, mein Gewissen zu beruhigen und so weiter. Und man soll doch zur Adoption überreden. Ja? Mhm. Adoption gibt es in Ungarn oder Ukraine, da tragen die Frauen aus für 16.000 Euro zwei, drei Mal und dann sind sie finanziell gesichert. Bei uns habe ich in den letzten 20 Jahren keine einzige Patientin erlebt oder 30 Jahren, wo bereit war, auszutragen und ein Herz. Oder wenn es mal eine war, dass es dann doch nicht hergebracht. Ja. Das gibt es ja auch. Wie erleben Sie denn die Frauen, die zu Ihnen kommen? Es ist so, dass, ja, wie soll man das sagen, die sind schon, die kommen eben mit der Bescheinigung nach Minimum 3 Tage und dann wird nochmal beraten drüber. Und es ist in aller Regel ist einfach Verhütungsversagen, gewollt oder ungewollt. Null Ahnung von Verhütung, null Ahnung von Zyklus, gar nichts, das ist erstaunlich. Gell? Selbst in der Schule wird nichts, das ist furchtbar. Und ich sage auch immer, was würden Sie, wenn es vorher um Verhütung geht, was würden Sie machen, wenn Sie tatsächlich schwanger sind? Die Leute verdrängen das. Das ist halt jetzt nicht so lange gut. Lassen Sie uns das Thema Verhütung später nochmal besprechen. Frau Gerische, viele Frauen haben ja auch Angst, im persönlichen Umfeld darüber zu sprechen. Mhm. Sie haben ja gerade schon gesagt, Sie sind oft der einzige Gesprächspartner. Warum ist das so? Na, weil es eben so ein Tabuthema ist. Da ist viel Scham, da ist viel Schuld. Nicht bei allen Frauen, aber das schwingt eben mit. Mhm. Und es ist einfach so, dass die Frauen oft im, nicht immer, aber im Familien- oder Freundeskreis dann doch auch mal einen blöden Kommentar hören oder eine sehr emotionale Reaktion, wenn sie es erzählen. Und dann lassen sie es eben oder erzählen es dann vielleicht einer Vertrauensperson, wo sie wissen, okay, die reagiert vielleicht adäquat. Mhm. Und dann ist es natürlich bei uns ist einfach eine andere Situation. Ja. Wir hatten in Stuttgart ein paar Frauen gefragt, auch warum das ihrer Ansicht nach immer noch so ein Tabuthema ist und was passieren müsste, damit sich das ändert. Also ich finde im Freundeskreis oder also generell unter Mädels ist es ein schwieriges Thema. Also da haben viele verschiedene Meinungen und ich habe immer das Gefühl, man darf seine Meinung nicht kundtun, weil man sonst sozusagen vielleicht abgestempelt werden könnte, als wenn man jetzt sagen würde, zum Beispiel, man ist pro Abtreibung, dann könnte es heißen, ja, du bringst Kinder um. Vielleicht auch mit so Themen im Bildungsbereich ansetzen, in Schulen auch darüber sprechen, vielleicht auch da Leute einladen, die irgendwie in dem Bereich professionalisiert sind. Also einfach, dass es normaler wird. Das ist halt einfach nicht normal bei uns in der Gesellschaft. Das weiß jeder, dass man das macht. Und da wird oft mit so vorgehaltener Hand drüber gesprochen, aber einfach nicht offen drüber gesprochen. Ich kenne auch ein paar Leute auf Instagram eben, also wo man halt so mitbekommt im Umfeld, dass darüber geredet wird und die dafür auch sehr viel, ich sag jetzt mal, Shitstorm, Hate kassieren. Aber sie trotzdem für sich einstehen und es kommt auch bei denen, die es teilweise betrifft oder die sich dafür einsetzen, auch sehr, sehr gut an. Es geht ja um werdendes Leben und ja, das sollte natürlich schon geschützt werden und dadurch ist es eben auch ein Tabu,
das Leben ab so früh, in so einem frühen Stadium abzubrechen. Herr Henne, waren das jetzt alles Meinungen, die Sie auch so von den Frauen kennen? Kann man so weitgehend sagen. Es ist so, eine Frau will eigentlich ja Kinder haben. Ja? Und dann haben sie einen Partner und es wird gar nicht richtig besprochen, ob was ist tatsächlich. Wenn es bald ist, dann plötzlich der Partner einfach sich zurückzieht. Und das ist natürlich eine üble Situation. Deshalb sage ich immer vorher überlegen, was wäre, wenn. Und ich selber, wenn beide da sind, in der Praxis gehe ich immer wieder mal, dass eben man gefühlt hat, dass die Frau unter Druck steht vom Partner. Ja? Und dann mache ich auch nichts. Dann sage ich, okay, gehen Sie mal nach Hause, überlegen Sie es gut. Aber unter dieser Drucksituation, das ist ja eigentlich verboten, dass jemand zwingt zum Abtreibung. Ja. Ich würde gerne nochmal über die rechtliche Situation sprechen. Ich habe es ja eingangs gesagt, der Paragraph 218 steht ja seit langem in der Kritik. Die Bundesregierung hat eine Kommission ins Leben gerufen, die darüber diskutieren soll, ob man den Paragraphen abschafft, der eben die Abbrüche unter Strafe stellt, mit diesen Ausnahmen. In der Kommission sind Expertinnen und Experten aus dem Bereich Medizin, Ethik, Verfassungsrecht, Familienrecht und öffentliches Recht. Was halten Sie denn von der Besetzung der Kommission? Also ich denke, das ist erstmal richtig so, aber wir würden uns natürlich wünschen, dass auch natürlich von den Trägern, das ist natürlich, muss nicht nur von den kirchlichen Trägern, auch von den anderen, die die Beratung anbieten, dass da Vertreter dabei sind, weil es geht ja letztendlich dann auch um die Beratung. Natürlich vorrangig erstmal um den Paragraph 218, aber die Diskussion um die Pflichtberatung wird ja dann auch kommen. Für Sie ist weiterhin wichtig, dass es die Beratung gibt, egal ob es den Paragraphen weitergibt oder nicht. Warum? Ja, weil wir einfach erleben, dass die Frauen einfach bei uns einfach die Beratung ihnen gut tut und sie einem doch nach der Beratung auch sagen, oh, das war jetzt richtig gut, auch wenn sie schon entschieden sind, ja, aber sie konnten einfach noch mal offen drüber sprechen und vielleicht auch noch mal, meistens steht hinter dem Schwangerschaftskonflikt stehen ja auch noch mal ganz andere Themen, wo wir vielleicht als Beraterinnen auch noch mal drauf eingehen können oder andere Unterstützungsmöglichkeiten oder wenn es ein Paarkonflikt ist, auch den Partner noch mal dazu zu nehmen. Und das erleben wir schon als sehr, sehr wichtig. Und ich denke, es ist auch sehr wichtig für die Frauen. Ich meine, das ist eine Lebensentscheidung, einen Abbruch zu machen. Und es ist schon so, dass wenn die Frauen einfach eine bewusste Entscheidung treffen und vielleicht auch noch mal im Gespräch da eine Unterstützung bekommen, das auch besser verarbeiten können. Können Sie noch mal erläutern, wann ein Abbruch straffrei ist, unter welchen Bedingungen? Genau, also in Deutschland ist es ja so, dass eben diese 12-Wochen-Frist gilt mit der Beratungsregelung. Das bedeutet, die Frauen landen ja meistens erstmal beim Arzt, beim Frauenarzt, die Schwangerschaft wird bestätigt und dann müssen sie eben zu uns kommen für die Beratung und können dann 3 Tage später einen Abbruch vornehmen lassen, wenn sie das wollen, innerhalb dieser ersten 12 Wochen nach Befruchtung. Genau. Danach geht es nur noch unter bestimmten Bedingungen mit medizinischer Indikation. Dann wird es schwieriger. Einfach, genau. Ja. Herr Dr. Henne, Sie sind gegen die Abschaffung des Paragraphen, weil Sie befürchten, dass dann die Zahl der Abbrüche insgesamt zunimmt. Glauben Sie denn, dass Frauen sich leichtfertig für so einen Abbruch entscheiden? Nein, das nicht. Aber man muss schon klarstellen, dass es eben psychisch auf Dauer vielleicht Probleme machen kann. Vor allem, wenn dann vielleicht doch mal Kinderwunsch besteht und das nicht so klappt. Da ist ja wichtig, die Methode mit Vagina oder mit Dings. Denn bei Ausschaben kann dem Restrisiko, dass ein Schaden entsteht, ohne dass der Doktor Schuld hat, dass eben die Gebärmutter Schaden bekommt und dann vielleicht Probleme kriegt. Und dann kommt das alles wieder hoch nach Jahren vom Abbruch. Also das Gesetz von straffrei und sonst was, das kann man weglassen. Aber man muss auf jeden Fall die Beratung muss Pflicht sein. Es gibt ja vielleicht, ich weiß nicht, wie viele Prozent sind, die vielleicht, wenn sie wissen, was für Mittel sie bekommen, ja, von der Krankenkasse und so weiter, dass sie doch noch anders überlegen. Problem ist ein bisschen auch, dass viele erst einen Termin kriegen beim Doktor, nach 4 Wochen vielleicht, und dann ist die Zeit schon vorangeschritten und dann pressiert es natürlich gewaltig. Ja, dann kommen die noch mehr unter Druck. Und bis zur 9. Woche geht es ja in den 9. mit Tabletten. Wobei die Frauen eine Tablette selber schlucken müssen. Man erlebt es manchmal auch, wenn sie Tablette schlucken, dass sie irgendwo, ich habe einmal erlebt oder zweimal, dass sie nach der ersten Tablette gesagt haben, ob sie gefragt haben, ob man das rückgängig machen kann. Das geht auch, muss nur, da gibt es ja diese Sache dann in Berlin, Embryotox, wo man
gucken kann. Es gibt keine großen Statistiken, aber normalerweise würde es meistens trotzdem gehen, dass man austrägt. Ja. Das gibt es schon vereinzelt. Also man darf es nicht so leicht machen und ich rede da schon lange drüber, dass man sicher ist. Denn ich mache nicht so gern das. Ich mache es nicht gern, aber man muss den Leuten helfen. Und die kommen eigentlich weit her. Das ist schon auch ein bisschen für uns ein bisschen Stigma, wenn die Leute von daher kommen, weil ich mache keine Werbung, wir können abtreiben. Aber wenn man der eine hilft aus dem Ort, wo man arbeitet, dann kommt halt die andere aus Tübingen oder sonst wie. Selbst Tübingen gibt es kaum jemanden, der es macht. In der Universitätsstadt, man denkt, die sind ja liberaler. Gell? Ja. Und so, ja. Erleben Sie denn auch Frauen, die darunter leiden, dass sie jetzt die Schwangerschaft abbrechen? Direkt oder später? Direkt erstmal. Ja, es ist schon auch ein bisschen, die da Tränen im Auge haben oder so. Und das ist schon, aber man kann es schlecht entscheiden. Es gibt ja, in der früheren DDR war es ja so, dass Abtreibung üblich war, billiger wie die Pille zum Beispiel. Da ist es viel, viel, viel einfacher oder so. Wir haben ja heute in Deutschland ein bisschen Mischmasch von. Es sind schon viele. Sie sagen ja, Sie machen es nicht gerne, aber Sie möchten den Frauen gerne helfen. Haben Sie denn trotz allem auch Verständnis für die Frauen? Verständnis schon. Ich meine, wenn jemand nie in ihre Lage kommt, wenn diese Frauen sind, ältere Frauen und so weiter, die da nicht gut drüber reden oder die schlecht halten, die Menschen. Aber wenn man jemand selber betroffen ist, tatsächlich in der Situation ist, dann ist das ein Problem. Und heute ist die Frage der Arbeitsplatz, verheiratet oder Wohnung und so weiter und noch keine Ausbildung, dann ist das schon ein Problem. Und viele Eltern arbeiten selber, sodass sie das Kind gar nicht betreuen können. Ja, kommt die Lebensumstände spielen bestimmt oft eine Rolle. Absolut. Also wir merken natürlich auch, der Wohnraummangel das ist jetzt kein Hauptgrund für einen Abbruch, aber das schwingt auch so ein bisschen mit. Ne? Ja, wir wohnen eh schon beengt, wir können uns gar nicht leisten, eine größere Wohnung, also sowieso finden wir sowieso nichts. Und ich wollte auch noch mal einhaken zu dem Finanziellen. Also wir haben eigentlich so gut wie keine Frau, die aus finanziellen Gründen einen Abbruch macht. Eben weil es halt eine Lebensentscheidung ist. Ne? Man kann keiner Frau 1.000 Euro in die Hand drücken und die entscheidet sich fürs Kind. Also das sind einfach andere Gründe. Und ich sehe es so wie der Dr. Henne, selbst die Frauen, die sehr entschieden sind für den Abbruch, machen sich das trotzdem nicht einfach. Und ich glaube, das ist auch einfach nochmal wichtig zu sagen, dass das auch für die Frauen trotzdem eine schwerwiegende Entscheidung ist. Man sieht ja die Frauen, wenn sie selber schlucken. Man muss im Eingesicht zerschlucken und dann sieht man das schon. Ja. Herr Dr. Henne, Sie haben auch gesagt, dass Sie durchaus Frauen erleben, die das schon so ein bisschen auch als Pillenersatz oder so nehmen, die Abtreibung. Ja gut, die verdrängen halt. Die wissen nicht zu schätzen, dass es heute Verhütungsmittel gibt, die gut sind. Aber die Frauen sind fehlgeleitet. Ja. Mit allem hätte ja vor zwei Jahren. Fehlgeleitet, sagen Sie? Ja, mit was Verhütung betrifft. Ja. Also viele wollen ja die Pille nicht mehr nehmen aus Angst vor den Hormonen. Ist die Angst denn berechtigt? Das ist schon nicht richtig. In der Schwangerschaftsstillzeit haben wir 60-fach mehr Hormone im Körper. Und für 62 Jahre gibt es die Pille. Und Jahrzehnte hat niemand bevor man angefangen hat, niemand geklagt über Stimmungsschwankungen oder Libidostörungen. Niemand. Heute haben da alle irgendwo, wenn man aufsteht oder sonst wie Arbeit, Corona, alles Mögliche, so viele Stimmungsschwankungen. Probleme mit dem Partner, Libidostörungen oder Probleme vor der Periode, das haben ja viele auch ohne. Das wird völlig falsch sehen. Ich hatte ja vor 2 Jahren einen Vortrag gehabt in Litauen beim Weltkongress. Über Verhütung mit App. Ja? Die Größe, was ich sagen, da könnte genauso eine App fragen wie Lottozahlen. Herr Dr. Henne, jetzt passt, glaube ich, ganz gut unsere nächste Umfrage, die wir nämlich gemacht haben, auch in Stuttgart. Wir haben Frauen gefragt, wie sie mit der Pille geht und welche Verhütungsmethoden sie noch nutzen. Das schauen wir uns jetzt an. Ich habe mit 15 angefangen, die Pille zu nehmen und habe die dann nach 2 Jahren abgesetzt, weil es mir einfach nicht gut ging. Also ich hatte wahnsinnige Schwankungen in meinen Gefühlen und in meiner Stimmung und das war ganz, ganz furchtbar. Ich habe die Pille eine Zeit lang genommen und auch die Hormonspirale, aber ich habe das nicht gut vertragen und empfinde es auch als zu großen Eingriff in meinen Körper. Ich merke halt sehr, sehr stark zum Beispiel, dass sich meine Stimmung verändert hat. Ich hatte eine Zeit lang die Pille abgesetzt, für ein halbes Jahr, glaube ich, und da ging es mir viel besser, also in jeder Hinsicht. Ich habe mich wohler gefühlt in meinem Körper. Manche verhüten auch rein damit, dass sie schauen, wann ihre fruchtbaren Tage sind. Und haben dann halt keinen Sex. Mit NFP und Kondom. Nur auf eine App würde ich mich jetzt wahrscheinlich nicht verlassen. Da wird einmal am Tag die Basaltemperatur gemessen.
Und das trägt man dann ein, beziehungsweise ich habe so ein Gerät, das bleibt, der wird eingeführt wie ein Tampon und dann misst er das automatisch und dann genau, überträgt er das. Am Anfang des Films berichten ja die jungen Frauen, dass sie die Hormone nicht richtig vertragen haben, dass es ihnen ohne die Pille deutlich besser geht. Nehmen Sie denn diese Frauen mit diesen Aussagen ernst? Ja, ich halte die Frauen nicht für dumm, nur die Methode ist dumm, was sie machen. Inzwischen sogar gar keinen Interruptus, muss man sich vorstellen. Bei Kondomen, wenn man es sehr gut anwendet, Versagen wurde 2 auf 100 pro Jahr. Wenn die Normalverbraucher sind 8 auf 100. Das, die denken, das Kondom, aber wenn es nicht reißt, wäre sicher. Das stimmt halt nicht. Ja. Interruptus inzwischen, was die Ägypter mit Kameldung besser verhütet als man glaubt nicht, was angeht. Und der Zyklus, ich habe selbst mit Lehrerinnen erlebt, wenn der Zyklus halt 5 Wochen ist, ist der Eisprung halt 2 Wochen vor der nächsten Periode. Das weiß doch kein Mensch. Bei 3 Wochen ist am 7. Tag. Das wissen die in der Schule oder von Elternhaus wissen die überhaupt nichts. Das heißt, die Jugendlichen haben keine Ahnung von, keine oder junge Ahnung. Menschen von Verhütung. Keine Ahnung. Nee, das ist leider. Auch so? Ich erlebe es ein bisschen anders. Also ich mache ja selber auch Sexualpädagogik in den Schulen. Aber ja, also wir klären auf in den Schulen. Natürlich ist es wahrscheinlich nur eine Spitze des Eisbergs, wen wir da erreichen, weil wir da natürlich nicht so viel machen können. Aber da ist natürlich Verhütung ein Riesenthema, klar. Was ich schon auch erlebe, ist dieses Verhüten mit den Apps. Also das, denke ich, hat zugenommen in den letzten Jahren. Das NFP, was ja auch angesprochen wurde. Genau, oder dieses natürliche Verhüten, genau, dass sie tatsächlich nur noch Temperatur messen. Mhm. Ja, aber das geht halt dann doch das ein oder andere Mal schief. Mhm. Ja. Ja, gut, und diese halt Verhütungs-App funktionieren gar nicht? Nein, überhaupt nicht. Man kann das nicht wissen. Die sperren halt bis zu 5 Tage und kann niemals App sagen, wann das ist und so weiter. Auch die Temperaturmessung funktioniert nicht. Nur dann, wenn man die richtig misst, morgens vorm Aufstehen und dann 3 Tage oben ist. Dann funktioniert natürlich. Ja. Aber alles andere funktioniert eben nicht. Genau. Und wenn man heute Stress hat, Corona oder sonst wie Grippe oder Klimawechsel und so weiter, dann ist, oder Gewichtsschwank und 2-3 Kilo rauf und runter, schon allein ist der Zyklus durcheinander. Da muss man fragen, wann die erste Periode war. Wenn jemand mit 16, 18 erste Periode hat, dann hört es ja mit 38 schon auf, das wissen auch die meisten, ich denke, das geht hin und her so länger, die weiß auch, bei jeder Kleinigkeit ist der Zyklus dann durcheinander. Mhm. Und auch bei der Hormonspirale, die wirkt die Kleine für die junge Frau, die es ergibt zum Glück, die wirkt ja gar nicht im Körper, überhaupt nicht. Ja? Und das geht gut rein bei der Periode. Nur untereinander reden die dann, wie schlimm das war und wie furchtbar das war. Und es gibt natürlich auch Leute, die vielleicht nicht so viel Erfahrung haben, das einzulegen. Gell? Das gibt es natürlich auch. Ich glaube, es gibt einfach auch riesen Mist, der da erzählt wird. Nur Mist. Sie glauben ja auch, dass Social Media einen Einfluss auf die Psyche der jungen Frauen hat, inwiefern? Natürlich. Das Hirn hat ein Areal, wo eben beeinflussbar ist. Und da kann man das alles machen. Und Social Media, ich meine, das ist allein die dauernde Verwendung von Handy und so weiter, das macht laut Professor Spitzer 350.000 Milliarden Kosten pro Jahr. Weil einfach erstmal nicht bloß ein Augen, Kurzsichtigkeit, Erblindung, sondern eben das ganze Hirn nicht mehr funktioniert. Das ist ja nochmal ein anderes Thema. Nicht mehr funktioniert. Ja. Aber Sie sagen, wenn junge Frauen berichten, das habe ich nicht gut vertragen, ich hatte Stimmungsschwankungen, das stimmt aus Ihrer Sicht gar nicht. Ist es eingebildet oder wie kann ich mir das fragen, vorstellen? Manche haben schon Stimmungsschwankungen, bevor sie angefangen haben, bevor sie überhaupt die Pille überhaupt gekauft haben. Das ist einfach so der Einfluss der Umwelt. Ja? Mhm. Und das ist, kann nicht einfach nicht sein. Und dann muss man, wenn man genau fragt, wenn man Zeit hat, wann war das da aufgetreten? Und wenn Sie 10 Jahre Pille genommen haben, kann es nicht plötzlich sein, dass plötzlich sowas auftritt. Mhm. Oder viele vergessen Zwischenblutungen. Manchmal werden Zwischenblutungen schon als Kontraindikation, als Komplikation angeführt. Ja? Also wenn ich das nochmal zusammenfasse, wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es ja zum einen offenbar auch zu viele Frauen, die sie sozusagen falsch verhütet haben und dann ungewollt schwanger wurden und andere, die sich halt aufgrund der Lebensumstände oder einer medizinischen Indikation extrem schwer tun, auch sich für den Schritt zu entscheiden. Wie geht es denn Frauen nach dem Abbruch? Was erleben sie da? Was hören sie da? Also wir kriegen das ja leider oft gar nicht mehr mit, da die Frauen einmal zu uns kommen. Ganz, ganz selten kommen sie nochmal nach dem Abbruch, wenn sie nochmal ein Gespräch brauchen. Oder Jahre später, wenn das aufgrund vielleicht einer anderen Lebenskrise vielleicht nochmal aufploppt, dann kriegen wir es mit. Mhm. Ich denke, der Großteil der Frauen kann das gut verarbeiten, aber natürlich gibt es Fälle, wo es einfach nochmal aufploppt, denen es nicht so gut damit geht. Aber ich vermute, dass
wird auch mit anderen Themen so sein. Mhm. Aber deswegen ist es uns ja so wichtig, die in der Beratung einfach, dass sie da, ja, dass es die Beratung gibt, sie einfach da offen drüber reden können, weil das einfach enorm hilft, das gut zu verarbeiten später. Mhm. Ja. Und Ihnen ist es wichtig, zu beraten mit den richtigen Verhütungsmitteln. Ja, ja. Was empfehlen Sie denn konkret? Es kommt nicht darauf an, ob die jetzt in 2, 3 Jahren doch ein Kind vielleicht wollten, aber mhm. normalerweise, wenn die jetzt Akne oder sowas haben, dann die Pille. Oder wenn es langfristig ein Kinderwunsch erfüllt ist, dann die Hormonspirale, weil die auch nach bei starken Blutungen hilft. Ja. Ja. Mhm. Und der Zyklus bleibt völlig gleich. Also mhm. Kann man ja messen. Eisprung ist normal, gibt es keinen Grund, warum nicht. Und dass der Partner stört oder so, ich weiß überhaupt nicht. Das ist so harmlos, die Leute wissen überhaupt nicht, wie harmlos das überhaupt ist und dass das Nütze hat. Ja. Man mhm. ist so weit nach 62 Jahren, dass man wirklich zufrieden sein kann. Und ich sage ja immer, ab jetzt wird aber richtig verhütet. Normal verhüten, das machen die meisten. Ja. Wenn die 2 Schritte mal kommen, dann mache ich nicht mit. Ja. Frau Gerischer, noch ja. zum Abschluss eine kurze Frage. Was muss denn Ihrer Meinung nach passieren, dass das Thema Abtreibung in der Gesellschaft kein Tabuthema mehr ist? Ja, eben, dass man es viel mehr öffentlich macht, so eben wie mit Sendungen jetzt, dass die Frauen sich auch trauen, darüber zu sprechen. Also allein schon im Freundes-, Bekannten-, Familienkreis, dass es eben da schon kein Tabu ist. Ja, das wünschen wir uns und dass die Frauen eben auch nicht verurteilt werden dafür. Ja, mhm. weil jede Frau in diese Situation kommen kann. Ja. Mhm. Vielen Dank, dass Sie beide da waren. Abtreibung noch immer ein Tabu, das war heute unser Thema bei Alpha und Omega. Sie können die Sendung auch als Podcast nachhören, überall da, wo es Podcasts gibt. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.